Moin. So, nochmal Frank. Wie kriegen wir die ganze Scheiße wirklich rechtwinklig ausgerichtet? Hier ist die Idee vielleicht immer die beste. Schon nicht verkehrt, ne? Wir schon wieder am Ende des Tages. Ja, wir nehmen zwar. Oh, das war ja auch wieder scheiße. Ja, dann machen wir auch noch. Achso, das ist ja alles. Wir müssen ja beides machen. Ne? Jetzt besser. Ich gehe hoch. Ja. Ja, so muss es kommen. Das war die erste Filmaufnahme. Hey. So Freunde, jetzt haben wir vier Lagen aufeinander geklebt mit der Enddecklage, wo letztendlich wieder die Verzapfung auch maßgebend sein werden. Schauen wir mal, wie sich das nachher geglaubtermaßen in jener Ecke platzmäßig wiederfinden werden kann. Tolles Deutsch. Die Verlängerungsteile für die Flanken. Die machen wir erstmal zum Block, damit die dann nachher dort ran können, an den Seiten, rechts und links symmetrisch. So, Aufnahme läuft. Wir wollen mal wieder was machen. Was machen wir heute? Ein bisschen Beton auf die Grundplatte des Lockschuppen für Mike. Kann man mal machen. Da werden wir uns die Farbe hinbringen. So, reicht jetzt mal wieder, ne? Tja, Freunde, Schritt für Schritt. Ne? Auch das gehört dazu. Die Teile müssen ja irgendwie Farbe bekommen. Zumindest habe ich das Gefühl, jetzt habe ich erstmal wieder was getan. Parallel zu dem anderen Auftrag, Matschküche. Ja, für die Enkelkinder. Egal. Aber der Lokschuppen geht weiter. Schauen wir mal. Ne? Was ist das denn da? Noch ein bisschen dünne. Wollen wir da nochmal nachbessern? Ich kann es ja mal versuchen. Ja, sieht man nachher zwar sowieso nicht, aber kann man ja nochmal machen. So. Okay. Auch diese Flanken, die im 45-Grad-Winkel nachher abstehen. Es bleibt spannend. Schauen wir uns an, bleiben Sie dabei. Bis dann, die. So, Freunde, nun wollen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, drei. Alle Löcher sind frei. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Eieieiei. Schauen wir mal, was hier so heute abgeht.
Tag der langen Arme. Dreimal abgeschnitten und noch zu kurz. Allerdings. Oh. Na gut. Wissen wir wieder Bescheid, wo wir hier wieder noch abknabbern müssen. Komm mal hochgeflogen. Ah, das ist auch schon wieder eng, ne? Meister aller Klassen hier, du. Na gut, nehmen wir sie wieder hoch. So. Stellprobe die zweite. Eieieiei. Jetzt besser. Ja, das ist schon ein anderer Schnack, ne? So rein, da scheinbar, ne? Ja. Du meine Güte, du. Oh. Wie sieht das aus im Bild? Ja, sieht aus, gut. So, schon wieder ein Moin. Was haben wir hier heute? Ganz einfach schon wieder ein Thema, was natürlich angegangen werden muss. Wie kriegt man nachher den Lokschuppen eigentlich darauf? Ja. Wir haben uns Folgendes gedacht. Wir werden mal mit solchen Stangen arbeiten. Natürlich nachher noch mehr Gewicht dran sein, ne? Ist auch klar. So, passt das jetzt nur? Wo sind sie denn nun wieder, die süßen kleinen Stifte? Irgendwie mal was Neues, ne? Aha, da sind sie. Da muss man die auch ein bisschen mehr reindrehen. So, zumindest passt das erstmal wieder. Lassen wir das dann mal da drin. Ja, wollten wir auch mal zum Besten geben, was hier abgeht.